Hallo, die Babys sind 9 Tage alt und das bedeutet, dass es immer noch nicht so viel für den Züchter zu tun gibt. Ich muss die Babys täglich wiegen, um die Gewichtszunahme beobachten zu können. Außerdem habe ich bei allen schon mal die Krallen geschnitten, weil die durch den Milchtritt ja auch immer am Gesäuge von Boots rumkratzen. Ja, und sie bleiben auch gerne schon hier in dieser Decke so ein bisschen hängen mit den Krallen. Das ist also auch was, worauf man so ein bisschen achten muss. Dann wird einmal täglich das Ganze hier ausgetauscht, einmal sauber gemacht, das wird gewaschen. Weil, obwohl Boots wirklich sehr, sehr sauber ist und die Babys sehr gut sauber hält, natürlich hier und da mal ein Tropfen Pipi daneben geht. So, jetzt möchte ich euch die Babys mal einzeln vorstellen. Und zwar einmal in der Reihenfolge, in der sie geboren worden sind. Das hier ist also Rüde Nummer 1. Der ist rot gestromt. Gestromt erkennt man auch in diesem Alter schon an diesen Streifen. Und das hat zu bedeuten, dass er irgendwann im Laufe der Jahre mal dunkel werden wird. So, dann geht es weiter mit der Hündin 1, die Hündin, die zuerst geboren wurde. Die ist dunkel gestromt, hat also auch diese Streifen. Und bei ihr erkennt man schön, dass bei ihr die Pigmentierung der Nase nun auch schon ein bisschen mehr ist. Sie ist also schon fast wie Lakritze. Du schläfst einfach weiter, ne? Süße Maus. Augen und Ohren sind noch fest verschlossen. In 3 bis 4 Tagen, 4 bis 5 Tagen werden die dann wohl geöffnet sein. Hallo Baby. Dann haben wir hier Hündin 2. Die ist Weizen gestromt. Die wird also erstmal hell sein, aber irgendwann auch nachdunkeln. Aber wenn man noch keine Zähne hat, dann hat die Zunge nicht so viel Stopp. Dann hängt die auch mal raus. Und Hündin 3. Die ist rot, rotblond und wird es auch bleiben. Man sieht hier eben nicht diese Stromung wie bei den Geschwistern. Die kommt ein bisschen mehr nach dem blonden Papa. Schläft auch einfach weiter. So, und der letzte ist Rüde 2. Der ist auch Weizen gestromt. Auch hier die Augen noch fest verschlossen. Und genauso wie die Ohren. Also mit Hören und Sehen ist noch nicht so viel. Und diese Streifen hier, die eben diese Stromung bedeuten. So, gewogen habe ich sie gerade alle. Sie haben inzwischen alle ihr Geburtsgewicht schon verdoppelt. Das müssen die Welpen innerhalb von 10 Tagen geschafft haben, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Und naja, an Tag 9 sind sie also noch völlig im Rahmen. Ja, dann muss ich das Gesäuge von Boots immer mal kontrollieren, dass sie keinen Milchstau hat.
Und natürlich habe ich schon so die ersten Termine mit den neuen Besitzern abgesprochen. Und die sind schon alle voller Vorfreude, ihre Hunde kennenzulernen.